Im heutigen Tutorial möchte ich euch eine neue, clevere Methode zeigen, mit der ihr jetzt schon wieder hier zum Beispiel 12 Euro verdienen könnt, dann mal wieder 47 Euro, 141 Euro oder auch mal 40 Euro. Wenn ich das Ganze hier zusammenrechne, kommen wir alleine bei diesen Jobs hier schon deutlich über die 200 Euro Marke und wenn wir hier auf der Plattform regelmäßig Aufträge annehmen, dann können wir uns damit ein richtig gutes weiteres Einkommen aufbauen, weil diese Jobs gibt es wirklich rund um die Uhr und die können von wenigen Euro bis hin zu zum Beispiel 250 oder auch 1000 Euro in einigen Fällen sogar reichen. Ihr könnt hier in vielen von diesen Situationen bei zum Beispiel diesem Auftrag 100 Euro pro Stunde verdienen oder einmalig 207 Euro verdienen und auch mal kleinere Summen verdienen, wie zum Beispiel hier die 68 Euro oder auch mal 20 Euro die Stunde. Und ich möchte euch in diesem Video verraten, wie ihr das Ganze machen könnt. Gleichzeitig möchte ich euch aber auch eine Strategie zeigen, das hat dann wieder mit dem Thema Flipping zu tun, wie ihr so ein Business hier aufbauen könnt, ohne wirklich die Arbeit selbst erledigen zu müssen. Und nicht nur darum soll es heute gehen, sondern zum Beispiel auch meine Plattform, wo ihr hier 600 Euro am Tag verdienen könnt. Diese Personen verdienen zum Beispiel 550 Euro am Tag, diese Personen 54 Euro am Tag und von diesen Leuten gibt es nicht nur ein paar, sondern wirklich Dutzende, die so viel Geld jeden einzelnen Tag hiermit verdienen könnten, wenn sie halt gebucht werden für ihre Dienstleistung. Heute also mal eine Vorstellung von mehreren Methoden und wir fangen direkt hier mit dieser Methode an. Bevor ich wieder starte, habe ich auch noch mal eine persönliche Empfehlung für euch und das ist dieser Kanal hier namens 8 Uhr Krypto. 8 Uhr Krypto postet 365 Tage im Jahr immer um 8 Uhr morgens die neuesten Neuigkeiten rund um das Thema Kryptowährung, Technologie und Wirtschaft. Und wenn ihr mehr über genau dieses Thema erfahren wollt, dann würde ich euch Folgendes empfehlen, nämlich schaut mal in die Videobeschreibung rein, klickt am besten dort auf den Link und abonniert den Kanal. Ich habe ihn auch abonniert und habe sogar hier die Glocke aktiviert. Dazu müsst ihr einfach nur hier draufklicken und dann einmal auf die Glocke draufklicken. Das heißt, immer wenn er ein neues Video postet, dann kriege ich darüber eine Notifikation. Und wenn ihr, wie gesagt, einfach up to date bleiben wollt im Kryptobereich, was ich euch sehr empfehlen kann, weil nicht nur kann man damit Geld verdienen, sondern selbstverständlich kann man auch, indem man mehr über Krypto weiß, mehr über die Weltwirtschaft verstehen und dementsprechend bessere Investmententscheidungen treffen. Also wenn ihr in diesem Bereich euch besser aufstellen wollt und ihr wollt einfach kurz und bündig das wissen, was wirklich in der Finanzwelt passiert und wollt das Ganze wirklich ganz transparent und vor allen Dingen objektiv hören, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, abonniert den Kanal, ich kann euch wirklich diesen Kanal sehr, sehr empfehlen und klickt am besten auch nochmal auf die Glocke, damit ihr keines von seinen Videos mehr verpasst. Und wir fangen direkt an mit der ersten Methode, nämlich dieser hier, wo wir immer wieder solche Summen hier verdienen können. Was ist das für eine Plattform? Ich befinde mich jetzt gerade hier in bereits meinem Freelancer-Account drin. Es ist ein Freelancer-Account auf der Plattform People per Hour. People per Hour ist eine Plattform, auf die ihr Geld verdienen könnt, indem ihr als Freelancer euch registriert. Dazu müsst ihr einfach nur einen Account hier auf der Plattform anlegen. Dann klickt ihr hier auf Apply Now drauf und dann könnt ihr hier eure Informationen eingeben. Zum Beispiel hier in meinem Falle steht Welcome Leon, dann darunter Translator, German und English und Ghostwriter. Dann habe ich hier meine Fähigkeiten angegeben, nämlich Content Writing, English Translation, German English Interpretation und dann habe ich hier praktisch einen Text reingeschrieben, nämlich Would you like to order translation services from a professional translator with 5 years experience and are you looking for highest quality work in no time? Then consider me for your next project. Und dann habe ich halt hier alle möglichen Infos reingeschrieben, welche Services ich hier anbiete und habe dann wie gesagt hier direkt geschrieben, click on hire now to get started or send me a message for further details. Yours sincerely. Und dann Leon Schottari. Ich würde euch grundsätzlich empfehlen, das Ganze hier auf Englisch zu machen. Das hat einen recht einfachen Grund. Die Zielgruppe, die wird auch vor allen Dingen halt englischsprachig sein und wenig Deutsch sprechen. Dann könnt ihr hier eure Location eingeben. Darunter haben wir die Language, das heißt die Sprachen, die ihr könnt. Und dann haben wir hier nochmal die Hourly Rate. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 15 Euro eintragen, könnte aber auch 40 Euro eintragen oder wie viel auch immer. Ich würde tatsächlich euch empfehlen, eher eine sehr geringe Hourly Rate einzugeben. Da werden viele von euch sagen, naja, dann verkaufe ich mich doch total unterm Wert. Naja, wir wollen aber nicht unbedingt Folgendes machen. Wir wollen nicht die Dienstleistung selbst durchführen, sondern wir wollen uns einen Freelancer suchen, der für uns die eigentliche Leistung übernimmt und der natürlich noch deutlich weniger pro Stunde bekommt. Heißt also, hier geben wir einen günstigen Preis pro Stunde an. Damit werden viele Auftraggeber auf uns aufmerksam, merken, hey, die Person kommt aus Deutschland und glaubt mir, in der Welt stehen wir Deutsche wirklich sehr positiv da. Also wenn Leute zum Beispiel jetzt vergleichen, sagen wir, eine Person aus Deutschland, eine Person aus Pakistan oder sowas und die haben denselben Preis, dann ist es so und ich meine, das wisst ihr alle, dass wirklich diese Aufträge wahrscheinlich doppelt drüber nachdenken wird. Und zum Beispiel in meinem Fall ist es ja auch so, meine Familie kommt aus Indien. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde zwischen einfach einem Inder und einem Deutschen, wen würde ich anstellen, wenn beide genau denselben Preis haben wollen? Naja, ich kenne meine Familie, ich kenne die Leute in Indien sehr gut. Ich denke, ich würde eher wahrscheinlich einfach hier den deutschen Freelancer nehmen. Und so wird es auch bei euch sein. Das heißt, wenn die lesen, okay, du kommst aus Deutschland, du bietest einen günstigen Preis an, dann, wie gesagt, werden viele Leute sich dafür interessieren und dann dir auch die Aufträge geben. Du natürlich kannst aber jemanden suchen, der die Arbeit für dich erledigt. Und ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Filipinos, weil die halt extrem günstig sind, aber gleichzeitig auch wirklich
gut sind. Also muss man sagen, auf die kann man sich verlassen, die machen einen super Job, die sind schnell, die sind vor allen Dingen auch hochqualitativ in dem, was sie tun. Und wenn ihr jetzt hier auf der Plattform euch anmeldet als ein Freelancer, dann könnt ihr hier rechts oben auf Search und dann auf Search Projects draufgehen und dann seht ihr hier alle möglichen Aufträge, die ihr annehmen könnt. Zum Beispiel hier wieder 12 Euro, 47 Euro, 141 Euro und so weiter und so fort. Zum Beispiel hier Design for Poster and Banner Needed for Local Charity Event ASAP. Das heißt, möglichst schnell sollen wir halt hier das Ganze machen, dann schauen wir uns das Ganze an. Okay, ist das Ganze hier etwas für uns? Wir können dann eine Bewerbung hier einreichen. Wir können hier oben auf Send Proposal draufklicken und können dann unser Angebot einreichen, wie viel wir gerne dafür haben wollen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auf diese Plattform hier gehen, namens onlinejobs.bh und wir suchen hier nach einem Designer, dann finden wir natürlich Leute, die für ganz, ganz kleines Geld für uns arbeiten würden. Zum Beispiel hier 4 Dollar die Stunde. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf People Per Hour 15 Euro die Stunde nehme, ich zahle aber nur ungefähr 4 Euro pro Stunde, naja, dann habe ich 11 Euro pro Stunde Gewinn gemacht. Und wenn wir natürlich hier auch davon ausgehen, dass wir vielleicht bei dem Projekt, das wir hier einreichen, zwar 40 Pfund in diesem Falle hier als Preis nehmen, aber wir brauchen vielleicht dafür noch nicht mal eine halbe Stunde, dann können wir natürlich, wenn wir hier so eine Person 4 Dollar die Stunde zahlen, praktisch 2 Dollar nur für eine halbe Stunde zahlen, kriegen aber dann noch 40 Pfund für das Projekt und wir hätten dementsprechend also hier ungefähr eine Profitmarge, wenn wir jetzt hier, ja, sagen wir mal mit Pfund und Euro und Umrechnungskurs, also hier sieht es ja auch, steht es auch 47 Euro, also hätten wir ungefähr, sagen wir mal, einen Gewinn von 45 Euro auf diesen einen kleinen Auftrag hier. Und das ist, wie gesagt, diese Power, die hinterm Flippen steht. Ihr braucht einfach nur einen guten Freelancer und wenn ihr einmal einen guten Freelancer gefunden habt und ihr habt eine Plattform gefunden, wo ihr regelmäßig Aufträge bekommt, dann könnt ihr die flippen ohne Ende und die Arbeit selbst zu übernehmen, halte ich für völlig unsinnig. Weil, wie gesagt, wenn ihr hier 47 Euro bekommt, wenn ihr die komplette Arbeit macht, dann hört sich das erstmal nicht schlecht an, aber wenn ihr 45 Euro bekommt und ihr müsst die Arbeit nicht selbst machen, naja, dann würde ich doch lieber die Arbeit nicht selbst machen und mir 45 anstatt zum Beispiel 47 einsacken. Also das, wie gesagt, ist halt einfach dieses Flipping-Konzept und ihr braucht dafür nur einen guten Freelancer und die Plattform People Per Hour ist hierfür absolut perfekt, weil es halt rund um die Uhr Aufträge gibt und wirklich viele von diesen Aufträgen gehen noch in die Hunderte, manche sogar in die Tausenden von Euro. Und wenn ihr generell mehr über genau dieses Thema erfahren wollt, ich habe einen Kurs zu diesem Thema, das ist die Service Flipping Masterclass. In diesem Kurs zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr genauso ein Businessmodell hier aufbauen könnt. Und hier zum Beispiel haben wir auch einen von meinen Coaching-Teilnehmern. Er war auch im Kurs hier drin, verdient über 20.000 Euro im Monat mit Übersetzungsflipping und viele andere auch, die im Kurs drin waren, haben ihre Flipping-Businesses gestartet, verdienen damit gutes Geld. Weil das Konzept ist erstmal ziemlich simpel, aber ihr braucht gute Freelancer, ihr braucht vor allen Dingen halt Rechnungsvorlagen, ihr müsst wissen, wie Kundenakquise funktioniert, wie Einwandsbehandlung funktioniert, ihr müsst wissen, wie ihr zum Beispiel auch euer Risiko minimiert, weil was ist, wenn der Kunde nicht zahlt. Ihr müsst ganz, 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 ganz viel lernen, auch gerade was Umsatzsteuern angeht, wenn ihr international verkauft und all das zeige ich euch halt hier in diesem Kurs. Es gibt für diesen Kurs eine 0 Euro Testphase. Ihr müsst einfach nur hier auf Jetzt einschreiben draufklicken, dann seht ihr hier erstmal die ganzen Infos, 0 Euro, das ist natürlich nicht der Kurspreis, sondern einfach nur die Testphase. Das hier ist der einmalige Kurspreis. Ihr könnt aber auch hier ganz entspannt eine Ratenzahlung machen, also praktisch 66 Euro dann hier und hier unten könnt ihr dann wie gesagt auf Jetzt kostenpflichtig bestellen draufklicken. Viele von euch haben sich jetzt hier in den Kurs eingeschrieben über die letzten Jahre. Viele von euch haben sehr erfolgreiche Unternehmen damit aufgebaut und wenn du auch damit starten möchtest, dann wie gesagt, schaue jetzt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Das ist eine kleine, ziemlich exklusive Community aus Leuten, die wirklich was erreichen wollen. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte Gas geben, ich möchte Geld verdienen, dann ist der Kurs hier absolut das Richtige für dich. Eine weitere Sache, die ich derzeit wirklich sehr spannend finde und wo ich euch auch darauf hinweisen wollte, ist natürlich hier der Presale von Playdoge. Bei Playdoge müssen wir jetzt wirklich, wirklich schnell sein, nämlich der Presale wird sehr bald vorbei sein. Hier steht es auch nämlich oben hier in der Leiste, Playdoge Presale ending August 26. Bei Play in Final Stages Now. Das heißt, ihr könnt euch jetzt nochmal, bevor dieser Coin dann auf den jeweiligen Marketplaces, auf den Exchanges drauf ist, könnt ihr ihn jetzt euch nochmal sichern und das für einen wirklich extrem geringen Preis. Ihr müsst aber jetzt wirklich, wirklich schnell sein. Also falls ihr noch in diesem Presale teilnehmen wollt und das ist einer der größten Presales hier des Jahres, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu diesem Presale. Und natürlich ist es so bei diesen Presales, dass es sehr gut sein kann, dass diese Coins in 10x, in 100x oder wie viel auch immer machen. Viele große Influencer promoten das Ganze hier. Ich bin auch sehr, 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 sehr positiv eingestellt, was das Ganze hier angeht. Es gibt natürlich aber auch ein Verlustrisiko. Solche Coins können auch natürlich schief gehen. Es kann auch passieren, dass solche Coins halt nicht in 10x oder 100x machen. Aber was ihr machen könnt, und das ist meine Herangehensweise, immer an solche Presales, ist die folgende. Nämlich, ich steige halt hier mit Geld ein und wenn sich der Coin verdoppelt, was halt sehr schnell mal passieren kann, dann nehme ich einfach meinen Einsatz wieder raus und lasse meine Gewinne weiterlaufen. Weil so kann ich halt mein Risiko auf praktisch null reduzieren und dennoch halt richtig ordentliche Gewinne einfahren. Und falls ihr daran auch teilnehmen wollt, dann braucht ihr einfach nur ein Wallet. Dazu geht ihr zum Beispiel auf MetaMask oder Best Wallet. Das sind so Wallets, die ich euch wirklich empfehlen kann. Und dann packt ihr halt Ethereum auf euer Wallet drauf. Ihr könnt auch hier mit Karte bezahlen oder mit USDT. Und dann könnt ihr halt hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt ein Ethereum zum Beispiel hier reintun und dann kriegt ihr halt eine gewaltige Menge an Playcoins zurück. Und dann klickt ihr einfach hier also
auf Connect Wallet drauf und dann wird euer Wallet connected, könnt Ethereum dann eintauschen gegen die Playcoins und sobald dann, wie gesagt, der Presale vorbei ist, werden euch diese Coins zugeschickt und ihr könnt dann natürlich diese Coins auch wieder verkaufen, wenn ihr das Ganze wollt. Also, wie gesagt, der Playdoge Presale, der endet sehr, 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 sehr bald und ihr müsst jetzt wirklich echt schnell sein, wenn ihr hier dran noch teilnehmen wollt. Deswegen Link zu diesem Presale ist in der Videobeschreibung drin. Eine weitere App, die ich euch jetzt mal vorstellen wollte, ist die THX-App und die hat es wirklich in sich. Nämlich viele von euch haben sich bereits die THX-App runtergeladen und ich weiß auch von vielen von euch, dass ihr da wirklich positive Erfahrungen gesammelt habt. Worum handelt es sich hierbei? Also bei der THX-App handelt es sich um eine Umfragen-App, das heißt, ihr verdient dadurch Geld, dass ihr Umfragen durchführt und diese Plattform hier, diese App, die gibt es halt für euer Smartphone. Sei es für ein Android-Gerät, sei es für ein Apple-Gerät, ihr könnt es euch auch fürs iPad runterladen, es gibt es aber nicht für einen Desktop. Und deswegen würde ich euch Folgendes empfehlen, wenn ihr euch diese App runterladen wollt, und das kann ich euch sehr empfehlen, weil sie einfach derzeit super Payouts haben, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein, aber stoppt am besten einfach mal dieses Video hier, wenn ihr es auf einem Desktop-PC schaut und nehmt einfach mal euer Smartphone jetzt in die Hand, geht nochmal auf diesen Kanal hier drauf, klickt nochmal auf dieses Video und wenn ihr das getan habt, dann wie gesagt auf den Link mal in der Videobeschreibung klicken. Warum? Weil ihr dann halt zur richtigen App weitergeleitet werdet. Sonst kann es sein, wenn ihr zum Beispiel am Desktop-PC sitzt, dass ihr draufklickt und denkt, hey, das funktioniert ja gar nicht, weil es halt wie gesagt nur eine mobile App ist. Deswegen einfach am besten dieses Video hier nochmal über euer Mobilgerät aufrufen und dann halt auf den Link in der Videobeschreibung draufklicken und schon werdet ihr weitergeleitet zu der richtigen App. Und dann das Letzte, was ich euch nochmal zeigen wollte, das hatte ich auch gerade schon am Anfang so ein bisschen geteasert, ist diese Plattform hier namens Malt. Da könnt ihr zum Beispiel bis zu 680 Euro jeden einzelnen Tag verdienen und hier sehen wir zum Beispiel sogenannte SEO-Consultants beziehungsweise Leute, die sich halt sehr gut mit dem Thema SEO auskennen, also Search Engine Optimization. Wenn ihr jetzt denkt, ich kenne mich aber überhaupt nicht damit aus, ist das kein Ding, weil Malt ist einfach nur eine Freelancing-Plattform. Das heißt, hier könnt ihr euch als Freelancer anmelden und wenn dann, wie gesagt, also zum Beispiel ein Unternehmen sagt, so, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, können die dich halt buchen. Das kann tatsächlich vor Ort sein, wenn du das möchtest. Also du kannst dann zum Beispiel auch wirklich vor Ort zu dem Unternehmen hinfahren und dort bestimmte Aufgaben erledigen oder, und das ist, denke ich mal, das, was die meisten von euch sicherlich wollen, ihr könnt von zu Hause arbeiten und euch halt von Unternehmen hier buchen lassen. Ihr klickt einfach nur rechts oben auf Account erstellen drauf. Sobald ihr es getan habt, steht dann hier, seid ihr ein Unternehmen oder seid ihr ein Freelancer. Ihr seid natürlich ein Freelancer, klickt also hier einmal kurz drauf. Dann sagt ihr, okay, ich bin zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie ein SEO-Consultant. Also wenn ihr das natürlich auch seid, jetzt nicht irgendwas hier eingeben, sondern bitte das hinschreiben, was ihr auch wirklich seid, dann sagt ihr zum Beispiel so, SEO Consultants, wie viel Erfahrung habe ich? Sagen wir mal 3 bis 7 Jahre, klicke ich auf weiter, dann kann ich zum Beispiel hier sagen, was meine Fähigkeiten, nämlich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, SEO Audit, SEO Schulung, dann vielleicht noch, was nehmen wir da, On-Page-Optimierung, dann vielleicht noch, ja, Google Analytics, dann nehmen wir vielleicht noch SEO Strategie, Local SEO und dann sind wir eigentlich schon damit fertig, dann klicken wir auf weiter, dann können wir hier unseren Tagessatz angeben, sagen wir zum Beispiel irgendwie 700 Euro pro Tag und dann können wir hier wieder auf Weitergehen und können dann halt alle relevanten weiteren Infos eingeben und uns dann auf der Plattform hier als ein Freelancer registrieren. Also wenn ihr, wie gesagt, ein High-Quality-Freelancer seid und ihr wollt wirklich gut bezahlt werden für eure Arbeit, dann ist vielleicht Fiverr und Upwork und so nicht die richtige Plattform für euch, dann könnte für euch mal deutlich spannender sein. Jetzt ist aber, wie gesagt, eure Chance gekommen. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein für die Service Flipping Masterclass, wenn ihr so ein Business hier über die Plattform People Per Hour aufbauen wollt. Nochmal für die nächsten paar Tage gibt es hier noch eine 0-Euro-Testphase. Dann in der Videobeschreibung, da müsst ihr aber echt schnell sein, ist Playdoge verlinkt, also wirklich, 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 ihr werdet euch in allerwertesten beißen, wenn ihr hier nicht dran teilnehmt, deswegen Link dazu ist in der Videobeschreibung drin, jetzt müsst ihr echt schnell sein, weil bis zum 26. August geht das Ganze nur noch, also 7 Tage und wenn ihr, wie gesagt, an der, oder wenn ihr die THX-App nutzen wollt und wollt damit Geld verdienen, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Gut, das war es dann tatsächlich schon wieder heute hier für dieses Video, ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.